Hallo zusammen. Ich wurde in den Mediamarkt geschickt, um ein Spiel zu kaufen und ja, habe gedacht, ich hole mir vielleicht ein, zwei Filmchen der Kruschelkiste, schau da mal rum und dann ja, habe ich die beiden gefunden. Also erstmal von dem, die haben im Mediamarkt davon 20, 30 Stück stehen gehabt. Also wirklich Massen für 9,99 Euro. Und dieses Steelbook wollte ich mir schon öfter mal kaufen, war mir aber dann im Moment die Preise dann bei Amazon und so, habe ich sie immer nur so für 30 Euro mal gesehen, waren da doch zu teuer. Und das war dann noch das einzigste Exemplar, was zwischen den ganzen hier stand und auch für 9,99 Euro. Und da habe ich gedacht, komm, dann nimmst du den auch mal mit. Und da hast du sie endlich. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal in der Ego-Perspektive und danach sehen wir uns nochmal. So, ich zeige hier jetzt erstmal immer das Backpaper. Hier mit diesen mit diesen Klebern hier, die haben bei beiden Steelbooks ein paar Rückstände hinterlassen. Das war eine Tortur, das abzumachen. Ja. Aber es ging, also nee. Mag ich gar nicht. Also am besten war es wie bei Ghostland, hinten einfach eine Karte rein und fertig, gar nicht festgeklebt, einfach mit eingeschweißt und gut ist. Hier, das ist die 2-Disc-Version. Warte mal, ich lege sie einfach schon mal hier hin. Neu überarbeitet im Extended Cut und brandneuem Bonusmaterial. Ja, neu remastered für die ultimative Schlacht. Hier könnt ihr euch mal gucken, anschauen, was in Disc 1 und Disc 2 alles enthalten ist. Hier ist die Kinofassung, dauert 145 Minuten, der Extended Cut 154. Ja. So, kommen wir aber nun zum Steelbook. Da bin ich ja schon länger scharf drauf gewesen, weil ich finde es einfach. Ich finde es einfach schön. Hier, ja, ist das Hochglanz, ja. Das sieht man hier so ein bisschen matt gehalten und dann man sieht es hier ganz schlecht und dann hier dieses Raumschiff ist dann noch mal extra, also ist extra glänzend gemacht. Ich finde das richtig schön, dieses Steelbook. Hier haben wir den Spine, also mal Independence Day, und hinten haben wir Will Smith. Ich glaube, nee, diese Szene gibt es aber so gar nicht im Film. Aber ich finde es trotzdem, sieht richtig gut aus. So, hier drin haben wir die Disc, einmal die Blu-ray und hier haben wir die Bonus-Disc und hier haben wir hinten einen schönen Innendruck. Der ist nicht ganz so scharf, aber mir gefällt er richtig schön. So, jetzt tun wir die wieder rein. Also mir gefällt das Steelbook richtig gut. Das Frontcover hier. Ich bin froh, den jetzt endlich zu haben. Ja. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Schauen wir uns auch mal hier die Karte an. Hier Sonderausstattung. Lauflänge 120 Minuten. Ja. Steht hier vorne. Nee. Limitiertes Steelbook, ja.
So, jetzt haben wir hier den zweiten Teil, Independence Day, Resurgence oder die Wiederkehr. Hier auch, das hier ist ein bisschen mehr matt gehalten und dann hier das Schiff und die Erde. Hier sieht man, dass ein bisschen besser ist dann in Hochglanz. Gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Obwohl vom ersten Teil finde ich es halt schöner, aber trotzdem noch gut. Hier nochmal das Bein, hier Independence Day, Resurgence. Und hier hinten sieht man auch hier alles. Hier ein bisschen matt gehalten und hier drin das ist dieses Logo in Hochglanz: Protect the Planet, ESD, Earth Space Defense. Ja, schauen wir mal rein. Hier ist die Blu-ray. Und dann haben wir hier auch einen Innendruck, der ein bisschen schärfer ist als beim ersten Teil. Aber ja, nichts Besonderes meines Erachtens, also nichts, wo mich jetzt vom Hocker haut. So, dann legen wir hier beide noch mal hin. Sind beides richtig schöne Steelbooks. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt noch mal und ich erzähle eine Kleinigkeit noch zum Film. So, und zum Schluss, es geht noch mal um die Filme hier. Hier der erste Teil, habe ich damals im Kino gesehen, dann auf VHS, DVD und jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray. Ich glaube, das ist sogar exklusiver Extended Cut hier drauf. Kann ich auch nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich so war oder ist. Ja, ich werde mir in Zukunft aber trotzdem die Kinofassung ansehen, der Extended Cut, die paar Szenen. Das sind ja eher Handlungsszenen. Sind noch andere Synchronsprecher dabei. Ja, ist gut gemacht an für sich. Ja, brauche ich persönlich aber nicht. Ja. Was ich halt sagen muss, das ist mir halt vorher auch nie aufgefallen. Das ist halt jetzt, ich denke, durch die Blu-ray, durch das bessere Bild, man sieht die ganzen Computereffekte deutlich heraus. Ja, deshalb, ich denke, auf DVD damals oder so, ich weiß nicht, wie das heute jetzt rüberkommt, aber hier auf der Blu-ray, man sieht die Computereffekte deutlich. Ja. Aber es ist immer noch ein richtig guter Film. So, dann kommen wir mal kurz zum zweiten Teil. Ja. Ich habe ihn damals gesehen, ich weiß es nicht, irgendwo bei irgendjemandem, ich weiß es gar nicht. War aber auch schlechtere Qualität, wird wahrscheinlich die DVD dann gewesen sein. Ich kann mich da gar nicht groß dran erinnern, aber ich wollte den Film gar nicht in die Reihe von Independence Day aufnehmen, in meiner Hinsicht, weil ich fand ihn einfach nur blöd. Ja? Aber wenn ich mir dieses Steelbook kaufe, will ich vom zweiten natürlich auch haben. Und vom ersten wollte ich es unbedingt. Also habe ich dem Film trotzdem noch mal eine Chance gegeben und muss sagen, vom Bild her sieht das schöner aus, ist alles, ist klar. Vom Film her, ja, er hat immer noch so seine Schwächen, auch ein paar mehr Schwächen. Irgendwann zückt man das Handy, guckt einfach mal drauf, weil es einfach langweilig wird. Aber ich fand ihn besser als beim ersten Mal. Ja, ich würde jetzt sogar schon so weit gehen, um zu sagen, ja, es ist ein zweiter Teil von in meinen Augen gesehen, er gehört dazu. Und ich werde mir, wenn ich mir den ersten Teil anschaue, werde ich mir dann, also wenn ich mir irgendwann den ersten nochmal anschaue, ich habe sie mir ja beide jetzt schon angeschaut, werde ich mir den zweiten auch anschauen. Und ich denke, er wird immer mehr dazugehören in meinen Augen und ja, wird auch wahrscheinlich immer besser werden.
besser in Anführungsstrichen, weil so gut ist er dann doch nicht, aber für das, was er ist, besser, ja. Ja, also, dann zum Schluss würde ich sagen, also ich bin froh, dass ich die jetzt habe, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe und, ja, schreibt ihr mir doch mal hier, ob das wirklich ein exklusiver Extended Cut ist auf der Fassung, das würde mich doch interessieren, doch, ja. Und ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen und würde sagen, macht's gut, wir sehen uns, euer Timo.